Und willkommen zurück in Griechenland. Willkommen zurück zu Assassin's Creed. So, wir machen weiter mit, denke, Nebenquests werden es sein. Hauptquest ist es nicht. In der letzten Folge haben wir die Melisani-Höhle oder Melisani, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Melisani-Höhle gemacht und haben auch alles gefunden: den Schatz und auch das Schriftstück. Und jetzt werden wir doch mal schauen, wo es hier weitergeht. Juden sagt auf jeden Fall einen Haufen Zeug Schmied. Hier können wir bestimmt unsere Rüstung verbessern. Schiffsdock, keine Ahnung. Fragezeichen, Nachrichtentafel und in den Fußstapfen der Götter. So, markieren wir uns das doch mal und gehen doch mal in die Richtung. Wir haben einen Ort entdeckt, Sami. Helfen wir doch gleich mal. Mit der hier? Nicht. Die ist tot. Bisschen über. Ich habe schon wieder so viel zu erkunden. Das ist echt Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was du zuerst machen sollst. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Schmied an. Man alles so machen kann, aber kann man hier noch ein bisschen was snacken? Gibt es in den Häusern was? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Da hinten ist der Schmied. Da ist der Schmied. Reden wir doch mal mit ihm. Kann ich dir helfen? Wir verkaufen mal. Alle Handelsgüter verkaufen, ja. Die Waffen verkaufen wir nicht. Handelsgüter. Alle Handelsgüter verkaufen. Was ist denn das hier alles? Rohes Fleisch. Komm, wir machen noch mal. Schmied gravieren lassen. Okay, unsere Ressourcen haben wir jetzt nicht verkauft. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, was wir da machen können. Bin Stufe 2. Attentatsschaden. Na, ich mache noch gar nichts. Nicht mit dem Level, Leute. Gravieren, na, was ist gravieren? Achso, hier können wir uns die Waffen praktisch hochleveln, so ein bisschen. Na, da machen wir noch gar nichts. Verbessern. Oh, da können wir ganz schön hochballern, aber das lassen wir erst noch. Oh. Oh. Dolche. Nee, komm, das lassen wir noch. Wir haben eh keine Kohle. Ich glaube, noch brauchen wir das nicht. Und das machen wir auch nicht. Jetzt gehen wir mal zu der Tafel. Ich denke mal, dass so die Nachrichtentafel, dass da vielleicht so Quests oder sowas gibt. Söldnerarbeit. Cassandra hat. Oh, da kriegen wir ganz schön was. Cassandra hat gelernt, dass jeder Auftrag gut war. Ilus, ein Rüstungsschmied aus Kaffelinia, brauchte Wolfsfelle für den Krieg und er wusste, dass Cassandra sie ihm besorgen könne. Machen wir doch mal. Wolfsfälle haben wir doch schon. Du findest solche Fälle wohl am ehesten an den Körpern toter Wölfe. Okay.
Da oben gleich, oder was? Sind nur bloß zwei. Ah ne, hier gibt's die nächste Quest. Meine Fresse. Machen wir das auch gleich. Nimm mal gleich alles mit. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Du hast gerufen? Oh, Cassandra. Du hast mich erschreckt. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Meinst du diesen Speer? Ist das der Speer, nach dem du suchst? Das ist er. Oh, den Göttern sei Dank, du hast ihn. Die kriegst du aber nicht. Du sprachst von einer Belohnung. Oh, natürlich. Die hast du dir verdient. Oh. Da habe ich ihn anscheinend schon zufällig mitgenommen. Alles klar. Wir stehen hier alles mal. Okay. Dann schauen wir doch gleich mal. Wir sind jetzt Stufe 3 und können auch neues Zeug anlegen. Und zwar haben wir hier eine schöne Hose gefunden. Eine Stufe 3 Hose. Sehr schön. Sieht doch schon mal nice aus. Und wir haben Stiefel. Stufe 3. Jägerschaden. Kriegerschaden. Ah, die sehen beschissen aus, aber scheißegal. Was können wir hier machen? Holzlieferung. Kaffelinisches Holz. Dokumente. So, und somit können wir jetzt auch endlich mal so ein Speer hier nehmen. Okay. Ja, ein bisschen mehr Power. Das ist hier unten so eine blöde Keule. Nee, ich will keine Keule. Ein Bogen wäre jetzt mal nice. So, jetzt machen wir die Wolfsfälle. Schauen wir auf die Karte, wo wir da hin müssen. An den Körpern toter Wölfe. Also überall in der Welt, denke ich mir dann. Nachrichtentafel haben wir gemacht. Schiffsdock. Unentdeckter Ort. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier runter. So langsam in die Richtung von dieser Quest da unten. Und wir gehen natürlich gleich hier mal weiter. Und dann schauen wir doch mal. Wenn wir bestimmt ein paar Wölfe finden. Sieht auch komisch aus. Nee, ich stehle einfach alles, mir ist es wurscht. Komm, wir lassen mal Vogel fliegen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay, gehen wir mal die Richtung lang. Tropfsteinhöhle, da werden wir bestimmt rein müssen. So, jetzt will ich aber erstmal, weil das nervt mir jetzt schon ein bisschen, Hauptmenü. Ich will schnell den blöden Vibrationsalarm ausstellen. Steuerung. Vibration. Das nervt nämlich. Und wir speichern einmal.
Können wir... Okay, schau mal, was er sagt. Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Die Götter. Tu Buße. Mord oder Blasphemie? Weder noch. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Kriegst du nicht. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Okay. Das werden wir noch sehen. Gehen wir nochmal hier rein, oder? Untersuche die Drogarati-Höhle. Und dann schauen wir doch mal, ob hier Götter sind. Wahrscheinlich wird es wieder eine Riesenhöhle sein, eine Wasserhöhle. Scheint so eine Art Gott zu sein. Jemand hat hier Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Okay. Mein Gott, du stehst genau davor, Mädchen. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Erst mal noch looten. Da sind Gegner. Die ist schon so abgekratzt. Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Das sollte ich mir mal anziehen. Alles klar.
Nichts hat er, nicht. So, wir haben noch einen Schatz jetzt. Hier sind irgendwelche Mopsis. Da sind Mopsis. Ich bräuchte echt mal einen Bogen oder so. Das ist echt geil gemacht. Ziemlich Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Jetzt gehen wir erstmal da oben hoch. Da ist der Schatz. Oh, Söldnergürtel Stufe 3. Müssen wir uns gerne mal anschauen. Schauen wir uns doch gleich mal an. Ist es was Gescheites? Wir haben ja eine Stufe 3. Aber ist der besser? Nee. Attentatschaden, Kriegerschaden. Ja, der wäre fast besser. Komm, ich nehme mal den hier. Wechseln können wir immer noch. Warte mal, war da hinten was? Ja. Gehen wir mal hier hoch. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier noch was. Was Interessantes. Auf jeden Fall gibt es hier Riesis. Hier geht es anscheinend wieder raus jetzt. Höhle geklärt, würde ich sagen. So, wo ist die andere? Der müsste hier sein. Vielleicht finden wir auch ein paar Wölfe auf dem Weg dahin. Dann sagen wir mal. What? Okay, hier scheinen einige Kisten zu sein. Aber wir geben erstmal die Quest ab. So. Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Okay, hungrige Götter. So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir nicht die Kisten noch looten können. Scheint hier irgendwo im Wasser zu sein. Da werden wir gleich wieder verrecken, ja, ne?
Mei, geht das hier tief runter? Wollen die mich verarschen? Okay, eine Kiste. Stufe 5. Okay, müsste hier hinten eigentlich noch irgendwas sein. Da komme ich doch erstmal auf, glaube ich. Ah, hier ist noch was. Oh, da haben wir gut rausgeholt. Ja, hier schon. So, da haben wir sehr gut rausgeholt. Das hat sich gelohnt. Dann schauen wir doch mal. Hier haben wir auf jeden Fall was mit Stufe 3. Attentatschaden, Jägerschaden. Nehmen wir doch mal das da. Dann nehmen wir einmal bitte. Das ist das gleiche, ne? Scheiße. Brauchen wir nichts. Was haben wir da? Da haben wir auch was. Drei. Eine Dreier. Jägerschaden. Kriegerschaden. Jägerschaden. Jägerschaden. Komm, wir nehmen mal die hier. So, haben wir noch irgendwas? Da haben wir Stufe 5 lastiges gekriegt. 32. Okay. Stiefel. Was haben wir hier gekriegt? Questgegenstände, okay. So. Machen wir das Questlog auf, bitte. Okay, jetzt haben wir hier die Söldnerarbeit noch. Und den haben wir auch noch. Wir können irgendwas einer aktivieren, oder was? Okay, finde Felle und Wölfe. Wollen wir nochmal schauen, ob wir die finden hier. Dann können wir steigen mal ein bisschen weiter hoch. Hier ist auf jeden Fall was. Okay, dann gehen wir gleich mal da hinten hin. Irgendwo werden schon wieder Wölfe reinlaufen. Die sind sie ja sonst auch immer. Wenn du die brauchst, dann kommen sie auf einmal nicht mehr. Da sind sie. Ich werde mich an die Malakas anschleichen. Ist denn? Lass mich gehen! Sei still, ich zieh die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Das ist die Hauptquest. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Ja, so ist, dann machen wir das schnell. Sei leise, Phöbe. Das kriege ich jetzt. Jetzt kriege ich das Tutorial. Hohen Gras wird mich niemand sehen. Das hätte ich vorher schon machen können. Ja, das brauchst du mir jetzt nicht mehr zeigen. Ich darf den Rest der Malakas nicht entkommen lassen. Klang nicht wie ein Vogel. Doch komplett lächerlich. Den oben hier.
ich Phoebe daraus. Ja, komm. Lass mal den Schatz looten hier. Ein Vierer. Zweier, das ist schlechter wie meins. Geht es dir gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phoebe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Sehr gut. Dafür müsstest du schon stärker sein. Pass nicht nach! Gib ihm Saures! Oh, ist Leoni das, oder? Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spatiaten stehen so schnell wieder auf, wie Nikolaus. Sie fliegen. Den Stab bereit! Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was gibt's heute Abend? Heute Abend essen wir den kleinen Alexios. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht ihn. Nimm mich stattdessen. Ich schmeck besser. Ja, ja, du bist so süß. Geschwister? Und jetzt, komm rein. Das Lamm wird schon Alexis schwarz. Und alle, Hier. Cassandra? Leg ihn in sein Bett. Ja, Pater. Cassandra. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du dich nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein, die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod. Mhm. Talos, der Söldner? Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Cassandra. Talos, die Steinfaust. Oh, ein Kopfgeldjäger jagt genau, dich. Genau, das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Du wirst gejagt. Kopfgeldjäger wie Talos sind feindliche Söldner, die Jagd auf dich machen, solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. Normalerweise kannst du den Stifter eines Kopfgelds einfach ausbezahlen, aber der Zyklop lässt sich nicht ausbezahlen. Okay. Schauen wir doch mal ins Söldnermenü. Söldner. Im Söldnermenü kannst du deine Position,
die Rangbelohnung sowie den Status und die Stärken und Schwächen aller bekannten Söldner und Kopfgeldjäger überprüfen. Okay. Da Talos einen höheren Rang hat, solltest du ihn meiden, bis du eine höhere Stufe erreicht hast und stark genug bist, um gegen ihn zu kämpfen. Okay, das dauert noch ein bisschen. Wir sind erst Stufe 3. Alter Schwede. Rang 8. Rang 7, Rang 6. Rang 1. Rang 9. Okay. Es gibt ihm war seine Heimat und seinen Namen konnte man wörtlich nehmen. Talos, die steinerne Faust, war so groß wie ein Felsbrocken und liebte es, die Köpfe seiner Gegner in die Felsformation der Berge von Kaffelinia zu schmettern. Okay. Okay, das ist noch ziemlich weit weg. Ein Kampf mit Talos. Das machen wir jetzt mal nicht. Da warten wir noch ein bisschen. Aber man sieht ihn wenigstens auf der Karte. Der ist hier oben, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut, Leute, und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir haben jetzt hier noch ein Fragezeichen. Und wir müssten dann mal das hier machen, hier unten, mit dem blöden Heides. Und dann schauen wir doch mal, ob wir das auch mit den Wölfen gebacken kriegen. Dass wir ja die Wölfe dort, die zwei Fälle bekommen. Dann können wir nämlich wieder eine Quest abschließen. Gibt auch wieder ein paar EPs und so. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen Support da. Ihr wisst ja, Like, Kommentar, Abo, alles gern gesehen, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.